Hey Kolja, kannst du endlich mal aufhören, diese ganzen stark wachsenden, überhypten Tech-Aktien vorzustellen? Ihr wolltet ein langsam wachsendes Unternehmen, ihr kriegt ein langsam wachsendes Unternehmen. Oder vielleicht doch nicht? Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und heute haben wir ein sehr geschichtsträchtiges und spannendes Unternehmen in der Analyse, nämlich AT&T oder auch American Telephone and Telegraph Corporation. Und die Geschichte, die ich ja laut eurer Aussage unbedingt mehr wieder mit einbauen soll, ist richtig lang. Und das seht ihr auch hier entsprechend an unserer Tafel. Denn die Geschichte von AT&T geht bis zurück ins Jahr 1877, also in die Zeit der großen Unternehmer wie Andrew Carnegie, Rockefeller und wie sie alle hießen. Und einer von diesen großen Unternehmen war Alexander Graham Bell. Der kommt ursprünglich nicht aus den USA, sondern aus Schottland, wo er auch schon in sehr frühem Alter angefangen hat zu unterrichten im Bereich Audio, Ton. Seine Mutter, die ihn großgezogen hat, hatte beispielsweise einen Hörschaden. Das heißt, auch in diesem Bereich hat er sich sehr stark schon früh interessiert und weitergebildet. Und dann sind sie aber irgendwann in die USA, später auch nach Kanada, emigriert. Und er hat dort die Bell Telephone Corporation gegründet. Und diese Bell Telephone Company wurde, wie gesagt, im Jahr 1877 ins Leben gerufen. Und er hatte unter anderem auch einige Geschäftspartner, die das Ganze mit ihm zusammen finanziert haben. Und mit denen zusammen ging dann später, im Jahr so 1880 irgendwann, die American Bell Telephone Company hervor. Und die wiederum hat im Jahr 1885, genau 100 Jahre bevor meiner Geburt, eine Tochtergesellschaft gegründet. Und das war nun diese American Telephone and Telegraph Corporation. Und was hat die eigentlich gemacht damals im Jahr 1885? Da war nichts mit Smartphones und so weiter. Die haben einfach angefangen, die ersten Fernsprechnetze zu etablieren. Und hat angefangen damals natürlich in New York, ist später expandiert in den Bereich Chicago und dann irgendwann so im Jahr 1915 war man dann zum Beispiel bei San Francisco und ab dem Jahr 1927 konnte man dann auch die ersten Transatlantikverbindungen herstellen, allerdings noch nicht über Transatlantikkabel, das kam dann erst, ich glaube, so in den 50er Jahren irgendwann, sondern noch über Funktechnologie. Aber da konntest du halt einfach damals auch schon, wenn du zum Beispiel in New York gelebt hast und hast einen geilen Börsentipp gehabt, den wolltest du zu deiner Oma irgendwie nach Karlsruhe schicken, hast du einfach eine Funkverbindung gebucht und konntest dann deine Aktientipps entsprechend deiner Oma halt absondern. Ja? 1899 ging es dann so nach und nach immer weiter in den Ausbau der Telefontechnologie. Und es ist so, dass Alexander Graham Bell natürlich ein ziemlich cleverer Geschäftsmann war, der sich nach und nach alle Rechte der Telefontechnologie und der kommerziellen Nutzung dieser Technologie gesichert hat, wodurch dann auch später ein regelrechtes Monopol zustande gekommen ist, weil es einfach keinen Anbieter an sich gab mehr. Ja? 1920, so Anfang der 20er Jahre, hat man dann von dem Erfinder Lee DeForest, das war ein ganz bekannter Erfinder eigentlich, auf den gehen über 300 Patentanmeldungen zurück und der hat unter anderem dieses Audion-Gerät erfunden, worauf basierte dann später die Entwicklung des Radios, ja, Radio kam ja vor dem Fernseher, später hieß es dann Video killed the radio star und so. Und dann haben sie eben einfach diesen Sprung in den Radiosektor gewagt, was natürlich dann unter anderem aber die Radio Corporation America ziemlich aufgestoßen hat. Da gab es in den 20er Jahren immer wieder so ziemliche Patent- und Rechtsstreitigkeiten zwischen RCA und natürlich auch AT&T, was dazu geführt hat, dass man im Jahr 1926 seine Radiosparte wieder komplett verkauft hat an RCA. Und RCA hat dann später zusammen mit General Electric und noch einem anderen Unternehmen NBC, die National Broadcasting Company, gegründet. Das nur für euch nebenher.
Und dann, ja, ging natürlich so die Geschichte ihren Lauf. Ich kann jetzt natürlich nicht das ganze Video lang nur über die Geschichte labern. Auf jeden Fall ein sehr geschichtsträchtiges Unternehmen. Im Jahr 1962 beispielsweise hat man auch den ersten kommerziellen Satelliten ins All gesendet, nämlich den Telstar 1. Und dann, ja, mit den ganzen Monopolgeschichten ging es dann im Jahr 1970 bis 84 los. Es war so, dass tatsächlich dieses Monopol auch lange Jahre von der Regierung in den USA einfach unterstützt wurde, weil es immer hieß, es wäre einfach leistungsfähiger, als wenn man halt zu viel Wettbewerb dort in diesem Bereich zulassen würde. Aber dann ab den 70ern gab es da so ein Umschwenken und 1984 kam es dann zur Aufspaltung von AT&T in die ganzen kleinen Babybells, sagt man. Ich glaube, es gab dann 7 oder 8 verschiedene Unternehmen, die abgespalten wurden und eben wieder regional in einzelne Unternehmen aufgeteilt wurden. Aber AT&T kam 2005 wieder zurück, denn ein Tochterunternehmen hat erst AT&T samt seiner Marke und samt der Tradition und so weiter übernommen und hat dann wiederum auch eines der anderen größeren Unternehmen, die eben damals abgespalten wurden, wieder übernommen. Und dann im Jahr 2005 ist man eben wieder an Verizon vorbeigezogen, was die Größe und so weiter anging. Und dann kann man eigentlich sagen, natürlich schon hier Anfang der 1990er Jahre, aber wirklich verstärkt ins TV-Geschäft ging es dann ab den 2000er Jahren so richtig los. Ich meine, der Fernseher kam natürlich schon früher, aber hier hat AT&T dann wirklich massiv investiert. Sie haben im Jahr 2015 dann beispielsweise DirecTV, ein Anbieter von Direct Kabelfernsehen und so weiter, und aber auch Satellitenverbindungen übernommen für 50 Milliarden US-Dollar. Und im Jahr 2016, nachdem die Übernahme von T-Mobile Amerika gescheitert war, hat man eben dann gesagt, okay, ziehen wir uns eben ein anderes Unternehmen mal wieder rein. Hey, was gibt's noch so in unserem Sektor? Eigentlich nicht so wirklich in unserem Sektor, weil Telekommunikation, ja, Telefon, Internet-Services und so weiter, hat eigentlich nicht so viel mit Medien und so zu tun. Aber die haben gesagt, doch, machen wir. Und deswegen haben sie sich dann 2016 Time Warner gekauft. Time Warner, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Medienunternehmen, und zwar für insgesamt über 100 Milliarden US-Dollar. Ja. Aktuell beträgt der Marktwert von AT&T 212 Milliarden US-Dollar, also ein ziemlich großes Unternehmen, nicht mehr ganz so groß, wie es irgendwann mal war. Früher hatten die mal über 1 Million Mitarbeiter, ja, war also eines der größten Unternehmen, was das betrifft, der Welt. Umsatz 2020, trotz Corona und so weiter, lag relativ stabil bei 171 Milliarden US-Dollar. Aber es gab einen Verlust im letzten Jahr von 5,18 Milliarden US-Dollar. Und jetzt wird man sich vielleicht denken, Alter, so ein hoher Verlust, nur durch Corona? Die Leute, die hören doch nicht auf, Fernsehen zu schauen. Nur durch die Schließung der paar Kinos und so weiter kann doch nicht so ein hoher Verlust entstehen. Und das stimmt auch. Es gab hier einen sogenannten Impairment Charge, vor allem im vierten Quartal 2020. Also eine große Abschreibung, die man machen musste, aufgrund eben des bröckelnden TV-Geschäfts. Und weil das eigentlich ein ziemlich wichtiger Punkt ist und viele Leute mich immer deswegen auch fragen, wie das mit den Abschreibungen funktioniert, was ist das eigentlich genau, warum gibt es das, wollte ich hier mal für euch als kleinen Extra-Credit-Bonus hier einfach das Ganze mal kurz erklären, bevor wir zum Geschäftsmodell von AT&T kommen. Dafür holen wir einfach mal so ein ganz bisschen aus und überlegen uns, warum gibt es eigentlich die doppelte Buchführung, die Bilanzierung bei Unternehmen? Das dient natürlich zu Informations- und Transparenzzwecken. Ja? Investoren und Geldgeber wollen natürlich wissen, was passiert mit dem Geld, was ich in dieses Unternehmen stecke. Das darf ja nicht einfach so irgendwo verrieseln oder in irgendwelchen Teppichen irgendwo im Vorstandszimmer enden mit riesigen Schreibtischen und den teuersten Zigarren irgendwie aus Kuba oder so. Deswegen soll das alles schön immer notiert werden in der Bilanz. Und jetzt ist es so, dass natürlich Vermögenswerte, gerade Anlagekapital und so weiter von AT&T, aber auch von anderen Unternehmen immer regelmäßig bewertet werden müssen, dahingehend, wie viel Wert sie noch haben und wie viel Wert man ihnen in den Büchern sozusagen diesem Wertgegenstand beimisst. Deswegen auch der Buchwert. Also was schreiben wir da rein?
Nehmen wir jetzt mal an, ich würde mit meiner Firma an die Börse gehen, ja? Dann müsste ich auch in irgendeiner Art und Weise den Wert dieses YouTube-Kanals hier erfassen und dort entweder direkt als Anlagekapital oder als immateriellen Vermögenswert mit erfassen. Also wie viel ist dieser YouTube-Channel hier wert, ja? Nehmen wir jetzt einfach mal irgendeine Zahl, sagen wir mal 500.000 Euro von mir aus, ja? Und jetzt wirst du natürlich wahrscheinlich mir zustimmen, dass wenn auf einmal immer weniger Zuschauer diese Videos hier schauen und alle Leute sagen, hey, diese Aktienanalysen sind total langweilig, es macht gar keinen Sinn mehr, das zu gucken, ich deabonniere jetzt den Kanal, ja, dann müsste ich ja irgendwann nach spätestens 2-3 Jahren irgendwann sagen, hey, pass mal auf, Leute, diese 500.000 Euro, die könnten wir jetzt gar nicht mehr erzielen, wenn wir jetzt irgendwie den YouTube-Kanal irgendwie an Mission Money oder wen auch immer verkaufen wollen. Die würden uns nie mehr so viel Geld bieten. Deswegen ist dieser Vermögenswertgegenstand jetzt einfach weniger wert. Das ist eine Abschreibung. In diesem Fall war es eine Abschreibung auf den Goodwill eben. Und die war ziemlich hoch, nämlich über 13 Milliarden Dollar, weil eben immer weniger Leute diese TV-Abos bei AT&T buchen. Und deswegen, weil das natürlich dann eben auch in der GUV wirksam wird, gab es hier diesen hohen Verlust. Das war also nicht Corona-bedingt. Jetzt wollen wir uns aber natürlich das Geschäftsmodell allgemein von AT&T mal anschauen und welche Sparten es eigentlich hier gibt. Man kann sagen, eigentlich nur wirklich aktuell zwei relevante. Einerseits, das ist der ganze Communications-Bereich, der macht 77% der Umsätze aus. Hier sind halt eben all die ganzen einerseits drahtlosen, aber auch drahtgebundene Lösungen hier mit drin, also das TV-Geschäft, natürlich auch ganz wichtig, das ganze Internet-Breitband-Geschäft und so weiter. Und was auch noch dazu kommt, sind die ganzen Infrastruktur-Investments in diesem Bereich, was 5G angeht. Hier erhofft man sich natürlich in der Zukunft weitere Geschäftsmodelle, die dadurch erst möglich werden. Ja. Und hier, das sind die negativen Zahlen, im Jahr 2017 hatte man noch im Bereich TV-Geschäft 25 Millionen zahlende Kunden und das ist jetzt eben bis ins Jahr 2020 auf 16 Millionen Kunden nach unten gesunken. Ja. Also während Netflix, Disney und so weiter immer weiter gestiegen sind, was die Abos angeht, sind die hier gesunken und deswegen gab es eben auch diese heftige Abschreibung. Jetzt fragt ihr euch, wie konnte man es dann trotzdem, wenn man jetzt schon mal hier hinschaut, schaffen, noch die Umsätze zu steigern und so? Das liegt einfach daran, dass sie einfach immer mehr und mehr Preiserhöhungen gemacht haben für das bestehende Angebot, was sie auch in den USA nicht unbedingt zu einem beliebten Unternehmen bei vielen Kunden machen. Also viele Leute sind ziemlich unzufrieden aktuell, wenn man sich auch so Bewertungen und so weiter vom Service anschaut. Und da ist natürlich gerade, wenn es dann immer mehr Alternativen gibt und immer mehr nicht weg von diesem Modell, ich setze mich hin und ich muss um 19 Uhr online sein, weil da kommt meine Lieblingsshow, hin eben zum Streaming-Geschäft, ja, wo ich einfach gucken kann, wann ich will, was ich will, solange ich will, sie einfach mehr Alternativen haben. Dann gibt es aber jetzt noch, seit eben 2016, das ganze Time Warner-Geschäft, das macht 18% der Umsätze aus. Hier gibt es natürlich unterschiedliche Bereiche. Erstmal hat Time Warner eines der großen Major-Studios in den USA. Es gibt ungefähr immer so 5 Stück. Ich glaube, wir haben Walt Disney natürlich, wir haben Warner Brothers, wir haben Universal, wir haben Paramount und wir haben noch, es waren eigentlich immer 5. Eins fehlt noch, sorry, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ansonsten blende ich es nochmal einfach mal. Paramount, Universal, Walt Disney, Time, Warner Brothers, 20th Century Fox müssten eigentlich alle gewesen sein. Egal. Und da produzieren sie also Filme, ja. Und dann haben sie aber noch CNN und HBO, ja. Home Box Office, bekannt für solche Shows wie beispielsweise Die Sopranos oder auch Billions, ja. Oder auch natürlich ganz bekannt Game of Thrones. Und die darüber jetzt mit HBO Max eben auch ein Streaming-Service anbieten. Und das ist noch das Interessante, wo dieser Streaming-Service im ersten Veröffentlichungsjahr erstmal noch nicht so wirklich abgehoben hat. Man hat gerade mal so 4-5 Millionen Kunden bekommen können. Und da geht es auch nicht nur darum, dass man neue Kunden gewonnen hat, sondern auch teilweise einfach die aus dem TV-Geschäft sozusagen verpflanzt hat und dann hier mit eingerechnet hat, ja, oder Leute, die sich beispielsweise über das Internet ein Angebot holen,
also ein Internet-Service-Provider-Angebot hier bei AT&T buchen und dann automatisch damit eingerechnet werden als Kunden. Ja, aber jetzt mittlerweile 40 Millionen Subscriber und die Hoffnung liegt natürlich hier auch so ein bisschen darin, man hat ja jetzt auch gerade gesehen, es gab jetzt diesen Reboot von dem Justice League-Film von Zack Snyder, der hat diesen Film also nochmal neu gemacht, das war ja erstens ein ziemlicher Flop und das kam eigentlich jetzt, wenn man sich auch bei YouTube das Ganze anschaut, der ist ja vor 2-3 Tagen oder so rausgekommen, kam eigentlich ziemlich gut an und hier ist natürlich so die Hoffnung, dass sie aus dieser Justice League eben jetzt ein entsprechendes Avengers machen. Das ist ja so ein wichtiges Franchise für Netflix. Da haben sie eigentlich alles richtig gemacht, was man nur richtig machen kann. So wertvoll ist dieses Franchise für Disney. Und hier versucht man so ein bisschen natürlich, das eben jetzt auch hier zu etablieren. Dann gibt es noch einerseits ziemlich unbedeutend 4% den ganzen Latinoamerika-Bereich. Also alles, was halt nicht in den USA angeboten wird, macht aber nur 4% aus. Und es gibt noch eben diese Xandr-Plattform, mit der man eine Art B2B-Cloud-Plattform betreibt, im Bereich von Werbegeschäft. Das heißt, du hast hier auf der einen Seite Kunden, die Werbung buchen wollen und auf der anderen Seite Leute, die ihre Werbefläche zur Verfügung stellen wollen und die kommen dort eben mit Auktionen zusammen. Das macht aber jetzt auch noch einen ziemlich niedrigen Umsatzanteil aus, aber einen ziemlich profitablen, ja, und einen natürlich potenziell in der Zukunft wachsenden Bereich. Aber jetzt habt ihr schon mal so eine Übersicht. Das ist AT&T ungefähr heute im Jahr 2021. Wir haben also Geschäftsbereiche, die sehr wichtig sind, die aber bröckeln und schrumpfen und wir haben andere Geschäftsbereiche, die noch nicht so wichtig sind, die aber wachsen, ja. Und das macht es eigentlich so ein bisschen zu so einem ziemlichen Mischverhältniskonzern, das ziemlich schwer zu bewerten ist. Und das ist auch unter anderem natürlich der Grund, warum die Aktie so gelitten hat in den letzten Jahren schon, wenn man sich den Aktienkurs anschaut. Und schauen wir uns jetzt hier die Bewertung an, dann sehen wir, in den letzten 5 Jahren kam fast kein Umsatzwachstum zustande, gerade mal 3%, wobei man sagen muss, Respekt dafür, dass sie das bei diesem Kundenschwund trotzdem geschafft haben, den Umsatz noch weiter zu steigern, ist eigentlich schon eine Meisterleistung, wenn ihr mich fragt. Es gab allerdings kein EPS-Wachstum, es ist sehr erratisch, wie der Gewinn der Firma immer wieder steigt und fällt. Die Dividende, ja, gerade für Dividendeninvestoren vielleicht interessant, in den letzten 5 Jahren ist um 2% pro Jahr gewachsen und insgesamt kriegt man natürlich aber vor allem auch durch den stark gesunkenen Kurs aktuell 9% Dividendenrendite. Ja, und die Dividende, ich sehe sie jetzt halt nicht komplett in Gefahr, aber je nachdem, wie das TV-Geschäft in Zukunft weiterläuft, kann es natürlich auch sein, dass es hier auch mal zu Dividendenkürzungen kommen muss. Corona-bedingt hat man natürlich auch ziemlich stark gelitten, gerade weil eben natürlich die ganzen Produktionen gestoppt werden mussten, weil die ganzen Kinos geschlossen hatten und so weiter. Man könnte jetzt aber hier, wenn es wieder wirklich alles öffnet, nach und nach auch mit einem kleinen Boost bei der Aktie davon ausgehen, wenn eben dann auch wieder Business as usual hier kommt. Ja? Netto-Marge jetzt natürlich nicht im letzten Jahr aufgrund dieser Abschreibung, aber ich habe mal gerechnet, so im Jahr 2018, 2019 kam man immer so auf seine Nettogewinnmarge von 7%. Das ist zwar nicht viel, aber es bedeutet natürlich bei einem Unternehmen wie AT&T, was 170 Milliarden Umsatz macht, natürlich trotzdem dann einen Gewinn auf einmal von 14 Milliarden und davon kann natürlich dann jede Menge eben auch Dividende gezahlt werden und auch Schulden. Petrovsky Score leidet natürlich ein bisschen so drunter, auch wegen der Zahlen von letztem Jahr und von Corona. Aber diesen Schuldendienst, der ziemlich hoch ist, den kann man meiner Meinung nach einfach aufgrund dieser hohen Cashflows eben auch ohne Probleme erstmal jetzt noch die nächsten Jahre stemmen. Da sehe ich jetzt noch keine große Gefahr. Was die reine Bewertung an den Kennzahlen angeht, KUV haben wir hier 1,24 und KGV auf den erwarteten Gewinn für dieses Geschäftsjahr liegt jetzt bei 12,7. Das heißt, bitteschön, meine Damen und Herren, jetzt habt ihr endlich mal ein Unternehmen, was kein KGV von irgendwie 50, 60 hat oder sogar ein KUV von irgendwie 70, sondern ihr habt jetzt wirklich hier einen alten Dinosaurier im wahrsten Sinne des Wortes, der eben trotzdem nicht einfach so ein klarer Kauf ist, meiner Meinung nach, weil sie eben natürlich diese große Herausforderung haben. Was machen sie mit einem TV-Geschäft, wo sie ja viel investiert haben, hier 50 Milliarden, was immer weniger wert wird, wo immer weniger unzufriedene Kunden halt immer mehr ausgepresst werden müssen. Und das hast du jetzt eben an der Backe.
Aber die Welt hat sich einfach schon in Richtung Streaming entwickelt, ja. Das heißt, ich sehe hier nicht wirklich eine Lösung, wie man dieses Problem in den Griff bekommen könnte. Und auf der anderen Seite haben wir aber hier massives Potenzial. Also ich finde, gerade HBO ist wirklich einer der Studios, die wirklich bewiesen haben, dass sie exzellente Qualitätsshows produzieren können, die sie jetzt natürlich auch ihren HBO Max Subscribern, anbieten können. Also ich muss sagen, ich habe mir ja Disney Plus sofort geholt, als es in Spanien rauskam, und insgesamt hat der Disney Plus, ich glaube, schon über 100 Millionen Subscriber, aber für mich persönlich ist Disney Plus überhaupt gar kein attraktives Angebot. Ich habe es auch deswegen nicht mehr weitergebucht, weil einfach sehr, sehr, sehr viel auf Kinder und so weiter ausgelegt wird. Und wenn, sobald HBO Max aber nach Spanien kommt, habe ich das mir sofort, weil da kann ich ja all die ganzen alten Serien wie Sopranos, wie dann Billions und so weiter mir auch endlich mal richtig anschauen, ja. Und das ist natürlich eine Sache, die ich sofort machen werde. Und da liegt natürlich viel Zukunft, ja. Und jetzt ist es so ziemlich schwierig, das zu bewerten. Du hast hier einerseits ein günstiges Unternehmen mit einer schönen Dividendenrendite, was auch schon stark abgestraft wurde, wo viel Pessimismus schon mit drin steckt, und auf der anderen Seite trotzdem operativ noch viele Herausforderungen. Na, was machen wir jetzt? Jetzt bin ich auch ein bisschen überfragt, ja. Also ich würde mal mein Fazit hier erstmal auf neutral setzen, ja. Ich sage jetzt auf keinen Fall, dass dieses Unternehmen irgendwie verloren ist und dass es irgendwie keine Chancen mehr gibt. Aber ich bin mir auch aktuell bei weitem nicht irgendwie so sicher, dass ich sagen würde, hey, da würde ich jetzt sofort investieren. Wahrscheinlich, wenn du jetzt das hier abspalten würdest, dann würde die Bewertung von dieser Sparte wahrscheinlich sofort in die Höhe schießen. Und entsprechend wäre es auch hier wieder schwierig, dann einen guten Einstiegszeitpunkt zu finden. Sollten sie es schaffen, dann ist wahrscheinlich der jetzige Zeitpunkt ganz interessant, um die Aktie zu kaufen. Wie seht ihr das? Ja, würde mich mal interessieren, was ihr sagt. Ansonsten hat es mich gefreut, wenn du hier wieder vorbeigeschaut hast am Sonntag. Und wir sehen uns natürlich sonst wieder bei den nächsten Videos kommende Woche. Ich freue mich schon richtig drauf. Und denkt immer dran, sorgt bitte immer dafür, dass wir bei Aktien mit Kopf niemals eine Abschreibung vornehmen müssen auf unseren Firmenwert. Das wäre echt schade. Deswegen immer den Kanal schön weiter abonnieren, die Glocke drücken und allen euren Freunden davon erzählen. Dann gibt es auch weiterhin hier jede Menge Content. Bis nächstes Mal. Rationale Grüße. Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch... Scheiße, jetzt ist...